Naja, anders begründet, aber naja, alles geplant, Digga, alles geplant. Zeitgleich schießt die Schulter gegen mich. Jetzt habe ich einen doppelten Deadline. Also pass auf, ganz kurz und knapp. Es ist so mies geplant von den lieben Reihenfamilien, dass die mir komplett. An einem Tag hatte ich Chantal gesagt, sie will mir die Kinder wegnehmen und die Michelle hat Schluss gemacht. Und hat aber schon einen Vertrag mit einem neuen 50-jährigen Küchenmonteur. Ein Pole, hat nicht mal deutsche Staatsbürgerschaft. So ist sie, das hat die früher schon mal gemacht. Nach dem Marcel oder so. Oder nee, nach dem Immo. Da war die in Berlin, so Flucht. Keine Ahnung, kam auch wieder. Ja, aber das ist von A bis Ende geplant. So, und für mich war das ein Schlag von morgen, gestern noch, ich lebe dich und Kind und so, und übermorgen war schon so, ey, ich müsste ja das rausfinden, verstehst du? Die lügt ja immer noch, immer weiter, keine Ahnung. Und jetzt kommt das gleichzeitig und die sagen, Zufall, Zufall. Die Chantal so und sie so. Und Michelle wohnt jetzt bei Chantal. Weil sie die Kinder, die Oma, naja, dazu gebracht haben, zu flüchten, weil sie alles gemacht hat und ihnen nichts, die schon. Naja, jetzt habe ich irgendwie so voll eine beschissene Deadline. Nur weil der Lennox ein bisschen viel quasselt im Unterricht, aber IQ mir überall eigentlich gar keine Probleme hat, er unterfordert ist. Boah, ich weiß nicht, wie doll mir das Messer da an der Brust ist, aber auf jeden Fall ist da eine Deadline, die ist zeitgleich mit dem Ende des Mietvertrages. Hier. Und das hängt alles zusammen. Pass auf. Das ist jetzt eine ganz große Kacke, weil irgendwie haben wir beide unterschrieben und jetzt macht die Vermieterin den platt. Jetzt will die von mir Nachweise. So, ich habe ein monatliches Einkommen von 2600 Euro ungefähr. Oder 2200, wenn es schlecht läuft. So, damit kann ich Kinder und so hier weiterführen. Damit wäre die Sache gut und korrekt, der Peter neben mir, verstehst du? So, zur Not wird Peter sogar hierher ziehen und seine Wohnung aufgeben. Ich habe aber auch schon einen Job, also so einen Aufsichtsjob jetzt an. Ich kämpfe da voll gegen und hey, bis zum geht nicht mehr, weil die Chantal, die macht nichts, Mann. Die kriegt es halt immer gebacken, die Kinder in den scheiß Fußball zu bringen. Die macht nichts, Mann. Die vernachlässigt die Kinder. Kacke und von Lehrern, so weiß ich nicht. Da kommt die mit ihrer Attacke dreimal. Und halt auch irgendwie bei den ganzen Touristen halt auch irgendwie, glaube ich, immer gut an. Ich bin da immer ein bisschen der Verschissene, also, weißt du, ja, eigentlich der Kerl. Lügt. Ich erkenne die Michelle nicht mehr wieder. So krass, von einem auf den anderen Tag. Naja, nein, da waren ein paar Vorfälle gewesen, so. Ich wurde auch zu Geburtstagen eingeladen, wo dann plötzlich die Chantal von dem, nur, dass die Chantal hier in der Wohnung durchsuchen kann. Zweimal. Und das wusste die Michelle die ganze Zeit. Dann haben die mich ewig lang belogen, alle Mann, bis der Lennox eingeknickt ist. Und gesagt hat, ey Papa, ich muss dir was sagen. Ich bin zu dir ehrlich und zur Mama ehrlich. So, boah, das Kind abgetrieben, bla, habe ich doch erzählt, ne? Achso, das müssen die mit 10 Mann auf dem Kind austragen. Wie armselig. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Mich interessiert das doch gar nicht. So. Aber jetzt stellt die sich da heulend hin und sagt halt, das ist das Wechseln hier plötzlich. Was denn der noch so wie sie fickt. So. Nein, das ist die Frau, Mann. Ich schwöre dir, das ist die Frau. Und wenn ich eins weiß, was hier richtig und falsch ist, dann ist es, dass die echt lahmgelegt werden müsse. Das geht doch nicht. Und keiner sieht es wirklich, Mann. Es sieht keiner. Und die Michelle, die macht ganz, 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 ganz komische Sachen. Keiner erkennt sie wieder. Was geht ab, Alter? Das ist so so brutal. Keine Ahnung, wie Schalter. Hier, ich bin allein. Jetzt ist halt eine Option. Hey, keine Ahnung, die Vermieterin, die wollte halt jetzt so ein Dings. Und dann kriege ich womöglich einen alleinigen Vertrag hier. So. Mann, ich habe die ganzen Möbel hier, ich habe alles bezahlt. Ey. Die hat gar nicht mitgemacht hier, die hat nie mitgemacht.
Die hat fast nichts, das, was sie gekauft hat und bezahlt hat, das, was sie jetzt schon mitnehmen, so, mitgenommen hat. So, den lässt euch behalten. Tschüss. Glaubst du das? Alter, wie krass. Von einem auf den anderen Tag. Von einem auf den anderen Tag. Also entweder ist die schon immer links gewesen und hat aber ihren Typi, der auf der Arbeit hat, auch schon die ganze Zeit irgendwie gehabt. Oder keine Ahnung. Liebe bedeutet für die was anderes wie für mich. Weil das ist ja Roboterverhalten. So ganz brutal. So, jetzt habe ich für beides, pass auf, wenn ich die, also wir haben jetzt, ich und die Chantal, wegen unser Wechselmodell, haben wir jetzt eine Deadline für bis 31.01.2023. So, dann will die Schule nicht mehr so. Und da die Chantal halt einfach immer diese Heultour abzieht und alles auf mich schiebt, wollen die dann das Wechselmodell platt machen. Und das zumindest in Lennox einem geben. Das wird mir das Genick brechen, vielleicht mit der Wohnung hier. Weil man trennt keine Kinder. So, man macht das nicht. Nicht aus dem falschen Grund. Mann, nicht aus dem falschen Grund. Ich bin der, der sich den Arsch aufreißt. Der alles macht. Die macht gar nichts. Die zieht lieber ihre Hassshow gegen mich ab. Alles auf Rücken Lennox. Mit Michelle geworden. Keine Ahnung. Und die Mutter halt abgehauen. Ich weiß es. Die haben sich da sehr gegen mich verschworen, ey. Ich war auch nicht voll krass. Aber ich habe halt auch 6 Wochen lang jeden Tag gefragt, ob da ein Neuer ist und sowas. Und sie hat jeden Tag Nein gesagt. Sie hat eher gesagt, keine Ahnung, ich habe da echt monatelang rumgebohrt, ey. Weil ich gemerkt habe, ich bin nicht blöd, Mann. Ich musste dann ihr Konto hacken und gucken, was da wirklich abgeht. So, und selbst dann kommt die Ausrede, ah ja, sie wollte nicht, dass ich denke, dass es wegen dem ist. Fick off, ey. Das ist behindert. So, ich darf nicht abschließen. Ich wurde die ganze Zeit gequält hier. Die hatten noch ein Bett neben mir gepennt und so eine Kacke. Verstehst du? Ah, so. Danke, dass ich dann auch mal auf diesem Level aufreiten konnte und mich wehren konnte irgendwann mal, wo es schon zu spät war. Da war die Vermieterin schon giftig. Da hab ich gerade mal akzeptiert und gerafft, dass das alles hier ernst ist, ey, Alter. So. Die Kinder auf meiner Seite. Aber keine Ahnung, Alter. Dieses Jugendamt und so, die haben ja alle abends jetzt. Und ich weiß nicht, ob das dann schlecht ist für die Chantal, ob die das alle sehen, was da schief läuft. Oder glauben die Chantal Scheiße, weil die lügt ja auch. Du weißt das, die hat dich auch schon mal verraten, da so mit. Wir würden Geschäfte machen wie früher und so eine Scheiße. Das steht ja alles in Akten vor Gericht, Mann. Das sind Lügen. So. Mann, die hat die Hausdurchsuchung gemacht, nichts gefunden. Ist sie behindert? Was soll das? Das ist Vernichtungsprogramm. So, und jetzt kommt diese Schlange, die ich habe. Habe ich die Kinder nicht mehr? Kann ich die Wohnung nicht halten? Sprich, 31.01. Kann alles vorbei sein. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, okay, ich Kinder, ich schau mal in die Zukunft, das wird eh nichts, ich gebe euch auf. Ich kann aber auch nicht sagen, irgendwie, ja, alles wird gut. Oder ich hätte es jetzt noch so, ich weiß nicht, ich mache ja nichts anderes, Mann. Ich bin der Freier bei den Kindern. Die Kinder sagen das selbst. Was sollen wir denn bei der Mama? Die hat doch nie Zeit und ist nie da, Mann. Alter, die zieht mich schon, ich muss alles kontrollieren. Aktuell zieht sie mich seit einem halben Jahr mit 20 Euro monatlich ab. So, bam. So, das macht die alles wieder und wieder und wieder. Das ist Psychoterror, was sie abzieht. Alter. Die ist behindert im Kopf. Die hat irgendwas in ihrem Scheiß hier nicht verarbeitet früher. Nicht die anderen. Sie ist K.O. Ganz gewaltig. So, hysterisch, ganz komisch drauf. So, Punkt, ey. Also, Scheiße, ey. Ich reiß mich am Riemen. Ich mache halt Vollgas. Hoffe, die Vermieterin will die Wohnung nicht aus irgendwelchen anderen Gründen sowieso hier platt machen, sodass ich quasi gar keine Chance habe. Das wäre halt die Oberkacke. Sprich, die will hier umbauen oder was weiß ich, Flüchtlinge, keine Ahnung was, es kann alles sein. So, wenn die sowas vorhat, dann habe ich verschissen und weiß es noch nicht mehr. Dann rennt die Zeit gegen mich, dann habe ich Kinder weg und Wohnung weg und das in Rekordzeit, Alter. Aber ich habe Geld und Möbel. Scheiße, Mann. Jetzt hast du mal ein Update, jetzt hast du ein besser Update als. Ja, ich habe niemanden so zum Reden, Mann, das weißt du. Michelle, Mann, ich hätte nie sowas von ihr gedacht, ich schwör's dir. Ich habe niemand mehr zum Reden, Mann. So ist es. Das musst du herhalten, Dennis, Mann.
Scheiße, ey. Der Peter, der ist genauso Game Over, ey. Oh. Aber ich kann ja nicht aufgeben, Alter, was willst du machen? So. Sie ist falsch, jeder weiß es. Keiner macht irgendwas. Ich zerfick die. Ich überlege, ob ich ihre Approbation abnehmen lassen, kurz vor Ausbildungsende, die ihren Job verliert. Ich habe Beweise, dass sie nicht Impfpässe handelt und so eine Scheiße. Aber die muss doch in den Fall kommen, ey. Die macht, was sie will. Ich kann das irgendwann noch nicht mehr. Die Kinder können es nicht mehr. Der Lennox, eigentlich, keine Ahnung, es passiert da so viel Gulasch. Und die lügen nur, die lügen alle, Mann. Das haben die damals schon bei diesem Vater von der Chantal und Michelle gemacht. Die haben die komplette Familie, hat nur ihn belogen. Jeder wusste Bescheid, nur der Doofe nicht, der Papa nicht. Ich habe immer gesagt, Alter, mach das nie mit mir. Oh, ho, ho. Ganz gewaltig gefickt, mein Freund. Da ist ganz viel bösartig, ja, auf jeden Fall. Und auch das habe ich mir den Kindern angemerkt. Ich meine, dieser andere, dieser Julian, der hat mich ja angegangen, Alter. Die laden mich da ein zu so einer scheiß Party, um mich zu bearbeiten, Alter. Pah, verrückte Welt, Mann. Scheiß auf die Familie, Alter. So. Aber auch das haut mich halt um. Voll auf Kurs, alles cool, Digga. Weil sonst weißt du halt mal Bescheid. Wie noch kein anderer. Wenn jetzt irgendwie wirklich was Doofes hier und die Mieterin, die will mich einfach auch drin halten. Passt ja dann alles. Ich verliere die Kinder nicht. Vielleicht klappt es ja, was keiner mehr glaubt. So. So, und Chantal, die will es ja auch gar nicht, dass es klappt. Die tut ja immer so gegen einen arbeiten, so extra blöd und so scheiße, weil sie ihren Willen erreichen will. Mann. Das kam wie auf Präsentierteller. Na, Michelle ist jetzt Schluss. Zack, hier die neuen Zeiten von deinen Kindern. Alter, was geht denn ab, Mann? Ja, ich musste auch noch mal ein bisschen trauern, so ein paar Wochen. Ey, ich habe da echt gelitten, Mann. Weil ich hatte sehr viel Vertrauen in diese Frau. Fuck. So, jetzt bin ich wieder da, so ein bisschen. Aber die Lage, die ist beschissen, ey, denn je. Das kann man mal so sagen. Brauche ich, was, wie fange ich denn an, Mann? Das kann schief gehen von heute auf morgen, keiner weiß das, Alter. Das ist doch schon so auf mich abgerichtet, dass es nur schief gehen kann, Mann. Geht da überhaupt noch was zu retten? Was würdest du sagen, ey? Das ist so behindert. Ich meine, die Michelle, die zahlt jetzt auch noch bis 31.01.2023, darauf habe ich gestanden. Dann ist mir Auto, mir ist die Küche, mir ist der Boden draußen, mir ist die Kaution fast komplett mehr. Also, naja, doch, taui Kaution, ich 1,5. Sie hat Schäden durch die Katzen, so die Probe hier noch schön rein, ey. Keine Ahnung, ey. So verlogene Kacke, ey. Pff. Ich bin immer noch treu, ey. Fick auf. Der Tobi, der versucht mich als aufzugabeln. Die Frau, die guckt auch nach. Alter, ist auch nicht mehr nicht so. 15 Päckchen für DHL auf dem Rücken. Es geht schon nicht wegen so einer Kleinigkeit, Mann. Ah, die sehen das schon so ein bisschen, aber ich brauche halt auch irgendwie das leicht, weil das war die Fresse, ey. Als wäre das mit Absicht so bösartig noch extra verletzend gemacht worden. Quäl den richtig, den Drecksack. Brutal. Und ganz oben die Chantal, die Marionetten spielt hier. Ganz, 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 ganz böse Nummer, Mann. Deswegen bin ich so ausgespaced wegen dem Spaß, wo ich gefragt habe, Mann. Ich habe gesagt, das war nicht mehr lustig, Alter. So, ich höre jetzt mal auf 15 Minuten, Alter. So lange habe ich noch nie gelabert, Mann.